Da müsste der Vater jetzt doch irgendwie ankommen und sagen, was hätte ich denn machen sollen? Entschuldigung. Das kommt aber wirklich in jeder beschissenen Folge und jedem beschissenen Reality-Format. Was hätte ich denn machen sollen? Got you now. Wow, Alter, jetzt bin ich über die Autobahn geflogen. Das ist der Oberhammer. Wie geil ist 165.000. Boah, ich bin auch schon bei 140. Alter, ich rolle hier durch die ganze Welt. Das ist total geil. Das macht voll Spaß. Das ist so dumm einfach nur. Alter, ich feier das. 191, 192. Geil. Alter, wir haben fast... So, und jetzt schnappt ihr den Golfwagen. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Geil. Wenn man Mann. Die Megaflucht. Du musst natürlich noch den Golfschläger holen vorher, ne? Ach ja, den habe ich ganz vergessen. Ich könnte auch mal in deinem Gesicht nachschlagen. Das würde mehr Spaß machen. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltär. Oh Gott, das muss ich Yuga sagen. Der wird dich bedanken. Wir brennen durch. Verlasse Unruhe, komm, her. Komm. Wo bist du denn? In welchem? Komm rein. Ich bin neben dir. Im Weißen? Ich bin das Auto, der Weiße. Ja, schnell. Boah, Alter. Ja, mach hier, steh, bleib doch im Kreuzfeuer stehen. Ich liege. Ja, ich muss da irgendwo. Fahr mich bitte nicht um, Alter. Warte doch mal, bis ich drin bin. So, jetzt aber. Los geht's. Ich bin Fan! Ich bin der größte Fan! Der größte Scheiß! Verfickter Scheiß! Fucking Fan! Nimm dir Willys Goldzahn, Alter. Oh, da werde ich lieber noch einmal nachfragen. Oh, großer, weiser Mektulo! Das Opfer fragt, ob die Wager Krieg machen. Ravanek Scha! Ravanek Kamscha! Kuror, Bodenhaltung! Adler! Alter! Ach, so, das ändert sich aber, wenn Sarazar am Steuer ist. Alter, was ist hier passiert? Alter, wo fliege ich denn? Ey, das brennt weiter, das Auto, wo es nicht mehr steht. Alter, ich bin 3 Milliarden Kilometer über die Küste geflogen. Und bei mir ist ein übelst geiler Bug. Marvelous, marvelous. Oh, Jock, I knew you wouldn't let us down. Toodaloo. Der Typ ist einfach so geil. Gold wieder, wenn Fäuste sprechen, Begleiter. So. Aber, ach, wenn ich mir die klar machen würde, hätte ich wahrscheinlich 50.000 Millionen Mädels am Hals. Die das filmen wollen wahrscheinlich. So, ich lasse das mal lieber hier. Verdammt, ich darf keine Witze machen, sonst fange ich ja noch an zu lachen in heiterer Gesellschaft. So, ach, guck mal, hier haben wir ja schon so einen alten Sumpf. Da können wir uns ja gleich mal... Jetzt wieder mit dem nötigen Ernst, bitte. Oh, Sarazar, nimm doch mal die Hand von meinem Bein. So, warte mal. Nicht, dass du wieder irgendwie ein Umhaus. Nicht. Baby. Oh Mann, du doof, komm. Oh. Was denn? Jetzt haben wir wieder Angst. Die ist von alleine geflogen. Ich hab's gesehen vom Dach. Ich hab nichts gemacht, Alter. Ich hab nichts gemacht, ich schwöre. Oh. Doch mal ein Schnürsenkel, der hat geklemmt. Okay, jetzt bleib mal hier stehen, Kleiner. Gut. Ach, der kaut wieder. Was? Der kaut wieder. Ist ja unfassbar. Also heimlich hat er sich zurückgelehnt und kaut hier heimlich, damit ich das nicht sehe. So. Das andere Schiff genau. Zerstören? Ja. Ich glaube, du kannst nicht schwimmen, oder? Was? Ja, Alter, du kannst doch nicht unter Wasser gehen einfach. Ja, ich denke, du bist doch nicht Jesus. Ich denke, der schwimmt. Quatsch. Jetzt habe ich die ganze Scheiße am weg. Das weiß ich nicht. Nee. Aber warum gehst du auch ins Wasser rein? Du hast doch gesehen, dass der abgesackt ist einfach. Weiß ich komme! Ich sterbe hier und du kümmerst dich um Game Sound, Mann. Ja, natürlich, für die Zuschauer. Oh, Entschuldigung. Falsche Taste. So, Schnucki, komm. Erstmal schön auf die Fresse treten. Ein Traum, ey. Vielleicht können wir dann so ein bisschen, du weißt schon. Also so ein bisschen, also ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich kann halt kein Chinesisch, aber du verstehst schon, ne? Also Mann und Frau, du kennst das Ding ja und... Ich weiß nicht so genau, was soll ich denn davon jetzt halten? Du bist schon ein Schuft. Ein übler Schuft. Ja, ich weiß, aber komm schon, Mensch, das wollen doch alle Männer so. Und wenn du so eine Schnitte bist, dann kann ich da halt nichts tun. Und meine Kung-Fu-Künste im Bett sind auch nicht verkehrt. Was? Kung-Fu?
Ja, du weißt schon, also Karate, Kung Fu und Judo-Rollen und weiß was ich, da können wir einiges machen. Oh, wirklich? Ja. Jetzt überlege ich es mir doch nochmal. Nee, ich gehe einfach.